Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pikmin 2. Wir müssen noch so rund 5000 Mineralien, wollte ich schon sagen, holen. Ich würde sagen, wir gehen in die Grenzlagerhöhle oder gehen wir in den Schnappersnest. Wir gehen in die Grenzlagerhöhle, dann können wir sagen, wir haben jetzt die erste Ebene komplett geklärt. Ich weiß allerdings nicht genau, wo da die Höhle war. Und ich weiß auch nicht, was wir alles brauchen, aber... Ich würde mal sagen, wir stellen uns da was Sinnvolles zusammen einfach mal. 30 davon. 10 hiervon. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt blaue brauchen für die Grenzhöhle. Deshalb kriegen wir uns davon mal nur 20. Hiervon geben wir uns nochmal 30 und den Rest füllen wir jetzt gleich nochmal mit roten auf. So. Alle zu mir, bitte. Wo war denn überhaupt die Höhle, die wir noch erkunden mussten? Checken wir das mal einmal ab. Höhle des Ursprungs brauchten wir nicht. Grenzlandhöhlen da unten. Okay. Da geht's jetzt mal hin. Dazu müssen wir allerdings hier an diesen Viechern nochmal vorbei. Ist der Große wieder gespawnt? Ja. Aber den können wir vielleicht sogar ignorieren. Ich glaube, den können wir ignorieren. Aber wir müssen natürlich gleich auf dem Weg zur Höhle auch nochmal ganz schön viel besiegen. So, seid ihr alle da? So, einmal alle mitkommen bitte. Und nicht mir jetzt hier alle an der Brücke sterben. Bitte ganz vorsichtig alle über diese Brücke rennen. Und wo wir gerade dann schon da sind, holen sich gerade schon mal die ersten roten Pikmin um die Feuerschweine. Sehr gut. Feuerschwein 1. Viech hatte ich ziemlich Angst, gebe ich zu. Das ist nur so ein Schwebeviech. Ich weiß nicht, ob wir das einfach ignorieren. Nee, machen wir nicht. Auf da! Sehr gut. Gut, alle noch da. Da oben ist nochmal irgendwas Böses. Das ignorieren wir jetzt aber einfach mal. Wir brauchen alles. Wir haben alles. Sublevel 1. Okay. Gehen wir erstmal hier ein bisschen rum. Nee, alle bitte mitkommen. Viele Bosse, die wir hier haben. Ich dachte, gerade wäre jemand stehen geblieben, war aber nicht der Fall. Und dann werden wir jetzt mal von dieser Seite versuchen, auf dieses Vieh drauf zu gehen. Was war das denn hier eigentlich? Da sind irgendwelche bösen Käfer. Gib mir doch jetzt weiße Pikmin! Oh, diese Kamera macht mich wahnsinnig. Ganz schön viele Pikmin haben wir schon verloren.
Hier haben wir das wenigstens zurückbekommen. Wir haben schon ganz schön viel verloren. Aber es geht ja auch gleich mit zwei so riesen Viechern los, ne? Leider hat uns dieser Angriff halt hier auch gar nichts gebracht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die hier, möglichst. Weg, 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 weg. Wir lassen jetzt hier erstmal sich wegbewegen, das Viech. Ich glaube, das stirbt irgendwann von selber, das hatte ich gerade im Gefühl. Stirb doch jetzt mal. So. Nein, das wird zu weit weg. Jetzt haben wir einen voll verschwendet, leider. Was schlecht ist, weil wir haben da nicht mehr viel von. So, irgendwo ist hier ein Schatz. Hier hinter? Ja. Die graben auch schon. Ich sehe zwar noch nicht genau wo, da. Haben wir echt nur einen weißen Pikmin hier? Kann ich mal ein bisschen was helfen? Dann habe ich schon so viele weiße Pikmin verloren. Jetzt haben die anderen auch den Braten gerochen. Hey, wir brauchen ja prinzipiell nur einen weißen Pikmin, ne? Vielleicht noch mehr weiße Pikmin. Hallo, weg da! Ist ja auch ein böser Dungeon bisher. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt so. So, Essenz des Furors. Ist immer noch ein Schatz. Wo denn? Hier so? Hab ich ein Gefühl. Wieder ein vergrabener Schatz. Da, doch, wir haben noch ein paar mehr weiße Pikmin offensichtlich. Nicht gut. So, können wir jetzt schon helfen? Jetzt können wir helfen. Uah. Bombenstimmung hier. Ist das überhaupt eine Weihnachtsbaumkugel oder was? Ich glaube ja. Passend zur Jahreszeit. Ich hoffe, ich schreibe diese Folge. Ja, wahrscheinlich gehen wir diese Folge dann eh erst im Januar. Keine Ahnung. So, aber hier ist ja sowieso Winter auf dieser Ebene. Oder auf dieser, in diesem Gebiet. Nicht nur in diesem Dungeon, sondern eben auch in dem Übergebiet. Okay. Oha. Okay, hier ist ein Gebiet zum Verwirren mit Baumstümpfen. Das hat geklappt. Oh, nicht wegpusten alle. Das können wir uns gar nicht so groß erlauben. Ja, wobei ist okay. Transportiert das mal hier langsam weg. Ich höre da schon wieder was schlafen. So. Ja, wobei, nimm mit. Ist okay.
okay. Was wir allerdings machen müssten, wäre dich zu besiegen. Weg da! Jetzt hör doch mal auf, Felsen. Oh, lange da gewesen, der Felsen. So, da ist ein Schatz. Hinter dem schlafenden Viech natürlich. Okay, jetzt haben wir es sogar geschafft, ihn zu töten, ohne nochmal einen Dingens verschwenden zu müssen, weil so viele haben wir davon nicht mehr, wenn da noch irgendwie... Okay, vielleicht brauchen wir das noch, deshalb wollte ich da jetzt nicht zu viel verschwenden. Einer würde zu mir kommen, die bringen den Käfer schon weg. Währenddessen gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Hier sieht es nach... ganz schön vielen Schätzen aus. Also es hat definitiv hier das Weihnachtsthema. So. Warum klockt das so? Explodiert das gleich? Ist da eine Bombe drin oder ist es nur eine Kuckucksuhr? Was haben wir denn hier noch? Ah, ich verstehe. Da ist garantiert auch was drin. Aber ich habe wahrscheinlich nicht genug weiße Pickel gerade hier. Zeichen des Fortschritts. Ist hier echt nichts drauf? Behälter der Freude. Nee, es waren alle Schätze. Okay. Finde ich gut. Alle. Heißt, wir können in die nächste Ebene vordringen. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen es hier gibt. 5 wären mir hier auch ganz lieb. Warte mal, wo war denn jetzt nochmal das Ding zum Weiterlaufen? Das war doch hier irgendwo, oder nicht? Da. Ja, wir wollen weiter vordringen. In Ebene 3. Hier ist Elektro-Kram. Was ist das denn? Hä? War das Pikmin? Jetzt machen wir das hier jetzt auf. Wir könnten hier weiße Pikmin bekommen. Aber ich weiß gerade nicht, für was wir die... also... wie wir quasi dann loswerden sollten. Deshalb lassen wir das einfach mal, glaube ich, oder? Können wir sehen, wie viele Pikmin wir haben? Wir haben 10 Weiße immer noch, das reicht mir. Das ist aber eine komische Ebene hier. Dann einmal das bitte aufmachen. Und dann einmal gucken, ist da schon wer Böses? Nein. Hier wer Böses? Ja! Da kommt wer Böses! Ich hab Angst! Da
laufen Viecher hinterher. Oh, er hat uns, glaube ich, gesehen. Ich werf zu schlecht. Nein. Nicht da drauf. Tötet den erst. So schnell den mitnehmen, bevor er sich wiederbelebt. Weil offensichtlich tut er das. Weil der Balken geht da schon wieder hoch. Das war schon nicht so wenig, was wir da wieder verloren haben. Aber gut. So, eine Glocke. Wir haben die Schuld beglichen, theoretisch. Wir machen aber trotzdem noch weiter in diesem Dungeon. Wäre ja sonst ein bisschen blöd. Wenn es einfach rausging. Können wir, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, dann behalten wir die Schätze nicht. Aber da bin ich mir nicht sicher. Hier war doch noch irgendwie so ein... Ah, wir können da wohl raus. Können wir einfach rausgehen? Können wir uns irgendwie an den Rand schleichen? Was sind das denn? Der verwirrte Punktkäfer fühlt sich von den Pikmin angezogen. Sie scheinen friedlich miteinander zu koexistieren. Merkwürdig, diese Punktkäfer wächst ein Blatt aus seinem Rückgrat. Es scheint dem Pikmin auf dem Kopf. Scheint dem Blatt auf dem Kopf eines Pikmin nicht unähnlich zu sein. Cool. Können die kontrollieren? Wie geil sind die denn? Jetzt haben wir so einen Mini-Käfer. Was ist das denn? Also wir könnten hier fliehen. Machen wir aber nicht. Die auch mit. Dankeschön. So, hier ist nochmal was. Und da ist auch ganz viel Böses. War richtig. Stopp! Jetzt schon wieder alle falschen geworfen hier. Ich hasse das. Lass das. Immer sollen die nur weiße werfen und werfen dann auch irgendwas anderes. Cool. Ne, das machen wir noch nicht. Gehen wir gleich mit. Aber wir müssen dafür erstmal den Weg vernünftig freigeräumt haben. Haben wir hier noch? Ist okay. Das nochmal Verseuchung. Ich hab... Ne, falsch. Da ist auch die rote hin. Ich habe so ein bisschen Übersicht verloren, muss ich ganz klar sagen. Sind wir jetzt hier? Kommen wir da zur Zwiebel zurück? Ja. Beziehungsweise ist ja nicht die Zwiebel, sondern, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann können wir den nämlich mitnehmen. Und weil hier gerade noch einer liegt, nehmen wir den auch mal eben mit. Und dann haben wir uns den teuer erkämpft. Hier war diese Blume. Ich weiß nicht, können wir uns irgendwie ansehen, was das für... Die werden hier nicht mit aufgeführt, die anderen Pikmin. Sehr interessant. Okay, so. Einmal den mitnehmen. Und dann einmal das Ding hier mitnehmen, was auch immer das sein soll. Eine Kerze. So, dann haben wir hier noch einmal bösen Kram. Den
müssen wir auch einmal zerstören. Flüchtige Kunst. So, ist hier noch was? Also irgendwo ist auf jeden Fall noch ein Schatz. Vermutlich versteckt. Deshalb brennen wir auf jeden Fall mal diese Gassen ab. Waren wir irgendwo noch nicht? Doch, wir waren schon überall. Das heißt... Okay, ich laufe jetzt hier noch einmal komplett durch und gucke mir an, ob das Radar irgendwo ausschlägt. Das andere kann ich ja eh nicht machen. Hier brummt irgendwas. Ich glaube, das ist einfach nur... Keine Ahnung. Also hier ist auf jeden Fall kein piependes... Doch, hier ist was. Hier ist irgendwo was. Hier. Dann nehmen wir den natürlich auch mit. Was ist das denn für ein Geräusch? Ah, das sind wahrscheinlich die Mini-Pigmen hier, ne? Die Mini-Käfer. Noch ein Ring. So. Hier ist... Ah ne, das ist der Schatz, den wir gerade getragen haben wahrscheinlich. Deshalb wurde es auch gerade weniger. Das ergibt irgendwie Sinn. So. Wir könnten jetzt... beenden. Und ich würde sagen, wir machen das auch. Ich weiß halt nicht, wenn das hier nur 5 Ebenen wären, wären hier, glaube ich, kein Ausgang. Und bevor wir uns jetzt hier noch ewig weiter bewegen, machen wir das jetzt mal so. Aber ich würde da jetzt mal ganz spontan sagen, beim nächsten Mal werden wir fliehen und gucken, was dann so passiert. Das war's jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir schauen beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wird es zur Folge klicken. Unten rechts Aspekt von mir und dann wieder einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.